Ich werde von der Polizei gesucht. Ich werde von der Polizei gesucht, weil ich in die Welt hinausschreie, dass die bestehende Ordnung untergehen wird. Ich bin nicht euer Superstar, der seine Rolle für euch weiterspielt und dem ihr aufs Maul schlagt, wenn er aus der Rolle fällt. Ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt. Ich ertrage eure Feiern und Feste nicht länger. Behaltet eure idiotischen Ehrungen und Preisungen. Ich habe nichts damit zu schaffen, ich will sie nicht. Ich bin auch keine Stütze von Ruhe und Sicherheit, von Ordnung und Gehorsam. Ich bin der Ungehorsame, der Ruhelose. Ich bin der Obdachlose ohne festen Wohnsitz, der immer und überall Unruhe stiftet. Ich bin der Aufwiegler, der Aufrufer, der Aufschrei. Ich will die Gefangenen befreien. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Ich will die Gequälten erlösen. Ich will die Liebe in eure Herzen werfen. Die Liebe, die über alles Bestehende hinausgreift. Ich will lebendige Menschen aus euch machen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Sie werden euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln und einsperren und töten. Eure brennenden Herzen können sie nicht ersticken. Geht unter die Menschen. Es ist Zeit. Befreit Gefangene. Heilt Kranke. Erlöst Gequälte. Macht Blinde sehend. Weckt die Toten unter euch auf. Treibt den Wahn aus den Menschen aus. Wer keine Angst hat vor der Wahrheit, die ich verbreite und dennoch handelt, der kann nie sterben. Der wird auch, wenn er stirbt, leben. Die Liebe wird ihn unsterblich machen. Man hält mich für verrückt. Ich bin der Einzige, der weiß, dass ich es nicht bin. Ich halte Wahnsinn für etwas Relatives. Ist man wahnsinnig, wenn man Jesus vor sich sieht und er reicht einem die Hand und er sagt zu einem: Komm mit, ich zeig dir draußen das Leben.